Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Warhammer mit den Zwergen. Und ich glaube, wir haben alles geruckt. Wir hatten hier ist jetzt eine Zeit her. Das sage ich öfter mal, ne? Es ist auch eine Zeit immer her. Weil ich ja so viele unterschiedliche habe. Na, Spiele hier in meinem Sortiment. Ihr habt euch wahrscheinlich schon vielleicht eventuell gefragt, warum zum Beispiel bei den Schlachten die goldenen Schilde vielleicht nicht mehr sind oder sowas, ne? Das war einfach so, dass ich, wenn ich nicht mit Steam verbunden bin, ich konnte auch nicht mehr so weit ranzoomen hier, ne? Jetzt kann ich es wieder und das ist schön. Schaut hin, das ist viel schöner, wenn man ein bisschen weiter ranzoomen kann. Total die Details hier, ne? Warum lassen die denn nicht weiter ranzoomen, wenn man so schöne Details hier sieht? Verstehe ich nicht ganz. Das war, weil ich nicht mit Steam verbunden war, ne? Da geht das irgendwie nicht. So, weiter geht's. Aha. Ja, der war übel, ne? Hat der nicht irgendjemand von uns... der ist wieder auferstanden, ne? Den hier. Oh, er wird wieder gebeuchelt wahrscheinlich. Den da hier könnten wir mal in Angriff nehmen. Oh, was ist denn hier? Hier ist ja einiges los, ne? Attentat ist gescheitert. Das ist super. Wir haben einen Bevölkerungsüberschuss von 1. Nicht schlecht. Eine Werkstatt wurde gebaut. Eine Technologie erforscht. Ein Verbündeter. Ah. Ach ja, die hatten wir ja gebeten, ne? Hier auf Eisenfels zu marschieren. Wow. Die machen das sogar. Die machen das sogar, echt? Ach da. Wow. Das sind ja richtige Streitmächte. Hm. Ach, schade. Ich würde gern die Siedlung hier ein bisschen niederreißen. Ich hätte irgendwie das Bedürfnis. Allerdings sollten wir vielleicht hier den Ruhm nicht alleine den überlassen, ne? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Let us settle this. Ah, komm. Probieren es nochmal. Haben wir kaum Verluste. Oh, jetzt haben wir sie alle nieder. So, Beute erhalten. Okay. Ich würde sagen, wir reißen jetzt das Ding hier nieder. Alles andere macht keinen Sinn. So. Ja. Das war das. Ja, mehr geht leider nicht. Mehr geht leider erstmal nicht. Beim nächsten Mal wäre schön. Weil die sind ja nun wirklich. Wir wissen natürlich nicht, wie es hier aussieht, genau. Vor allen Dingen haben die, glaube ich. Die hatten hier noch keine, ne? Noch keine Mauern, aber das kann sich schnellstens auch ändern. So, dann gehen wir hier rein. Ich weiß. Ja, ich weiß. Wie sieht's denn eigentlich in unserer Schatzkammer aus? Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben zu viele Truppen am Start, ne? Können wir noch mal irgendwo? Nee. Schade. Wo könnten wir noch... schon. Was für Zwergenschildeinheiten? Nahkampfabwehr. Das wollte ich wahrscheinlich, ne? Weil das sieht super aus. Führerschaft ist auch schön, aber... Mir gefällt irgendwie... Irgendwie gefällt mir das hier. Beherrschen die Kunst des Schildwalls. Warum nicht? Wäre ja mal schön, wenn ihr die Kunst des Schildwalles beherrschen könntet. Ja, was mache ich hier? Valeria's will binds me to you. Was habt ihr denn für eine Chance? Keine große. Keine
Große. Dann, ja, wenn ich jetzt hier zurückgehe, nee, bleib mal hier und biete dich als Opfer an. Eher hier das Opfer wird, ne? Vielleicht, ne? Ich schau schon mal hier runter. Move! Was hier so ist. Hier ist eigentlich gar nichts, ne? Forward! Hier unten kommt noch einer. Nothing to do here. Let's go. Oh, ist aber in Ordnung. Ist aber in Ordnung. Sind Leute so kleinere, ne? Wo kommt denn eigentlich dann Zufbar her? Hier? Nee. Ready. Das sind unsere? Wo ist denn Zufbar? Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich noch. Aber der hat wahnsinnig Truppen ausgehoben hier, ne, um uns zu helfen. Bin mal gespannt. Was das wird. Ich glaube, wir können nichts mehr. Achso, Boki. Ja, Boki, klar. Boki. Bin ja schon da, Boki. So, was hätten wir denn? Jo, gerne. Gerne, gerne. So, was machen sie? Oh. Die ziehen sich zurück. Schade eigentlich. Noch ein Attentat gescheitert. Hier unten, aha. Moment. Einer unserer Verbündeten, ein einflussreicher Darvi, der in mehreren Gildenräten sitzt, hat durch seine schändliche Tat den Namen seiner Familie entehrt. Er soll den Slayer-Eid ablegen und ins Exil gehen, wodurch wir jedoch auf seinen Einfluss verzichten. Wir zwingen ihn zum Eid. Ja, dann was soll's. Wie sieht's eigentlich mit unserer öffentlichen Ordnung aus? Nur so als Gag. What? Ja, ich gehe mal mit hier hin, ne? Forwards. Mein Freund. Geh mal mit hier hin und schauen uns das Ganze mal an. Ne? Ihr wollt unbedingt hier den, wollt ihr unbedingt umbringen. Ne? Das ist mir klar. Yes. Verstehe ich irgendwie. Beards in belts. Hier ist die Pforte zu Karax Arschgipfel. Aber dieser 8-Gipfel, der ist von einer starken Mauer umringt. Wie sieht's denn eigentlich jetzt hier oben aus? Wir können immer noch nichts machen, klar. Wir haben zu wenig Geld. Ne? Und was sagt unser Freund hier? Das dauert noch ewig. Der ist in 2 Runden verstärkt. Und der? 3 Runden, okay. Und der? Auch 3. 3 Runden, ne? Brauchen wir wahrscheinlich. Na gut. Ich glaube, das war's. Mehr geht nicht erstmal. Ich weiß nicht, wo Zufbar ist, aber. Aber wie sieht's denn eigentlich diplomatisch weiter aus? Zufbar? Alles in Ordnung? Okay. Okay, und was ist mit dir hier? Du wolltest mal die Konföderation, ne? Aber jetzt ist alles anders. Verstehe ich. Mit ihm hier sind wir, glaube ich, ein bisschen im Stress. My throng stands ready. Do not disappoint me. Ja. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Auf geht's. Was, Thorgrim? Wieso hat Thorgrim einen Fähigkeitenpunkt? Yes. Der macht doch nichts. Der faule Sack. Warum? Um alles in der Welt. Hast du einen Punkt. So, weiter jetzt. So, was kommt hier jetzt an? Noch mehr von diesen Einheiten. Moment, zu den Waffen. Euer Verbündeter wurde angegriffen.
Von wem eigentlich? Vom Vampirfürsten. Von dem hier, ne? Von. Ah ja. Naja. Karak Katrin? Wir lösen mal das Verbündnis. Das Bündnis auf. Ich fühle mich nicht stark genug, hier dem zu helfen. Auf der anderen Seite, ne? Zufbar. Das ist Zufbars Gebiet. Und Zufbar ist recht stark hier. Und mit ihm als Verbündeten gegen dieses Schattenreich, Thorgrim könnte zur Hilfe eilen. Okay. Mal schauen, was es sagt. What brings you to the halls of my ancestors? Was willst du? Militärischer Zugang? Oh, habe ich kein Problem mit. Wenn du, vor allen Dingen, wenn du uns noch 300 Goldstücke gibst, ist in Ordnung. Wahrscheinlich können wir noch mehr rausschlagen, aber ich bin da jetzt nicht gierig. Was ist mit dir? Willkommen, Verwandter. Was ist los? Mein Vertrag um unser Bündnis? Ja, ja, ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Gebt mir nur all euer Gold. Stierland ist jetzt im Bereich des... Ja, wir sind jetzt mit dem Vampirfürsten. Okay. Wir haben hier ein Zugangs-, ein militärisches Bündnis. Was? Feindliche Heldenaktivität. Aha, vergeigt. Was? Wie? Moment, was haben wir hier? Eine Aufgabe, ein neuer Groll. Die Technikus-Gilde hat neue Pläne für interessante Verbesserungen der Gyrokopter, wodurch sich Geschwindigkeit und Transportleistung steigern. Ja, die müssten wir auch irgendwann mal, ne? Wäre schön. In diesen dunklen Zeiten müssen sich die Zwerge von ihrem üblichen Hang zur Tradition lösen. Genau. Investiert in die Gildenwerkstätten. Ja, okay. Ein neuer Kroll. Beobachtet von der Mutter. Von Heim und Herd haben die Grünen heute eine Zwergenfeste genommen. Wo? Ach, Eisenfels. Ja, ja, da sind wir schon dabei. Ach so. Nee. Ach, das war unser jetzt, ne? Ach, die haben schon. Ja, dummerweise. Hätten wir das nehmen sollen, ne? Jetzt kurz unserem... Ja gut, den müssten wir in unseren Bannkreis bekommen. Den müssten wir konföderieren. Das wäre schon cool. Handelsposten und irdische Häfen. Okay, okay, okay. Ja, nee, die Kriegskoordinationen sind hinüber. Ihr habt das echt gut gemacht. Super. Leider... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es gerne gewollt. Wem gehört denn überhaupt das hier? Eine zerstörte Nebensiedlung. Wir könnten die kolonisieren. Aha, kosten 1300, okay. Nö, nicht unbedingt, erstmal nicht. Wir können immer noch nichts machen. Wieso eigentlich? 2200, brauchen wir aber 3 Überschuss. Okay, sehe ich ein. Okay, sehe ich eventuell. Was ist das hier? 3000, das haben wir nicht. Dann hätten wir die öffentliche Ordnung. Ja, muss nicht unbedingt sein. Das hier wäre cool. Brauchen wir? Wieso geht das nicht? War nicht nur, ihr müsst erst eure Hauptsiedlung... ja, okay. Wie viel braucht man denn da? Oh, 4 Überschuss. Nee. Provinzsteuern haben wir. Wir könnten
Könnten wir die Steuern eigentlich auch raufsetzen? Nee, ne? Wir haben keinerlei Korruption. Ach so, Korruption heißt durch Vampire. Okay. Ja, dann geht immer noch nichts. Leider. Mist. Der Zwerge erster Sieg. Ja, wo können wir uns denn jetzt hier unten hinwenden? Warte mal, ich mach trotzdem mal. Schau ich mal, was dir so. And what can the Dowie do for you on this fine day? Es ist nicht so einfach. Jetzt haben die natürlich hier die totale Übermacht. Und wir sind irgendwie total klein. Vor allen Dingen mit Eisenfels. Na gut, die anderen sind. Und hier oben. Oder wir gehen wirklich hier rauf. Aber wir bräuchten hier den Grenzgraf. Das wäre was. Aber sich gegen Grünhäute und Grenzgraf aufzulehnen. Und wer weiß, ob die Grünhäute die Eisenfeste nicht wieder nehmen, ne? Natürlich die Frage, denn wir haben hier immer noch Grünhäute und Rotzähne. Ich würde sagen, wir werden erstmal unsere Truppen hier Let us begin. Ja, der ist echt übel hier. Wir werden aber trotzdem mal unsere Truppen hier ein Lager aufschlagen. The throng agrees. Wie lange dauert das? 3 auch. Throw bearers! Let's march! Ja, wir brauchen diese große Armee. Wir brauchen sie trotzdem, würde ich mal behaupten. Boah, die haben so viel Attentäter noch. Nicht schön. Wenn die uns umbringen noch. Ask your favor, and I will check with the Demos Crom that you are. Trage deine Anliegen vor, Ulrich. Aha. Du magst uns nicht. Ja, wir hatten. Jo. Jo, wenn du denkst. Wenn du denkst. Wenn du denkst, dann schicke ich. Ich schicke euch alles. Ich schicke euch alles. Der hat einfach den Nicht-Angriffspakt gebrochen. Zwergenfeste. Schön. Was haben wir denn hier? My axe thirsts for war. Das sind Verbündete. Oh, die haben. Die haben gewaltige Armeen hier, ne? Ich würde gern noch eine Runde warten, ehe wir uns mit dem da oben beschäftigen. Oder wartet mal, ihr Jungs. Könntet ihr wieder. Wartet mal kurz. Könntet ihr eigentlich als neues Kriegsziel. Karak-Giren. Aha. Karak-Giren. Das ist doch der, den wir brauchen. Mal schauen, was er dazu sagen, ne? Wenn wir die zwei darauf nach Karak-Giren schicken. Und mal schauen, ob der das so gut findet. Wo ist Zufba? So, ich. Ich weiß alles an, ne, aber selbst trete ich nicht in den Krieg. Ja, ich bin schon, ich komme schon. Ich bin auf dem Weg. Also in Gedanken bin ich schon auf dem Weg. So. Eine Runde müssen wir aber noch warten. Nützt nix. Eine Runde müssen wir leider noch warten. Kann ich mit meinen Truppen hier rauf? Ja, wir warten noch eine Runde und dann geht's los. Mach nur.
Hauptsache unsere... Was ist das? Moment. Sind es die Vampire da oben? Was ist los? Ach, du willst einen Nicht-Angriffspakt? Gerne. Mache ich mit. Insbesondere die Zahlung lässt mein Herz höher schlagen. Mein Zwergenherz. Du willst... Ja, ich... Was, gegen wen willst denn du schon wieder hier? Gegen Tempelhof? Ja, die liegen gleich dort mit daneben. Das ist mir egal. Nimm mir in einem Aufwasch. Mit 1000? Los. Gib mir. Gib mir einfach. So, der versucht wieder sein Glück. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Gescheitert, ne? Puh. Gefährlich. Echt gefährlich. So, wir sind jetzt bereit. Wir sind, wenn der Grenzgraf nicht entscheidet, uns anzugreifen, dann wären wir bereit. Und wir müssten hin, wohin? Hier hin, ne? Aber das sind gewaltige Armeen, was da oben sind. Will ich euch nur mal sagen, ja. Das ist nicht das Tempelhof, ne? Was haben wir hier? Ein Schloss des Vampirfürsten. Hier Schwarzhafen. Ja, ich geh mal mit rauf. Ich helfe euch mal hier. Wartet mal, ich muss, glaube ich... Achso. Ich muss, glaube ich, hier marschieren, ne? Geht es noch? Nee, geht nicht mehr. Ja, ich hätte marschieren können. Darf ich eigentlich durch dem Grenzgrafen sein Gebiet? Nee, ne? War bestimmt ein Akt feindlicher Aggression. Mist. Ja, dann ist es so. Ready. Du bist gut. So, dann Marsch. Aber wohin? Hier unten, was sind das? Kommt, da gehen wir mal hin. Alles klar, Junge? Boki? Wie heißt das? Ah, da ist auch einer. Was ist das hier? Die ist niedergerissen, oder? Kann sein, ne? Oder die wissen wir gar nicht, wo die ist. Ja, gegen... Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da dagegen ankommen. Bin mir echt nicht sicher. Ah, die ist genauso schlimm hier. Ja, schön ist es nicht. Wirklich und wahrhaftig nicht. Okay, weiter geht's, oder? Glaub. Ach so, nee. Wir haben ja noch... Ich glaube, wir hätten was ausbauen können. Denke ich. Ja, hier oben wird ganz schön gekämpft, ne? Oh. Ich bin schon unterwegs. Ha. Moment. Ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion bringt eine Bitte vor. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, uns, dass er friedliche Absichten hegt. Gebt der Bitte nach. Was denn für eine Bitte? Aussicht auf Reisen hat betören, die Chance bietet. Weist die Kreatur ab. Reduktion vom vampirischen Chaos. Hört sich gut an. Ansonsten wäre die Korruption höher. Allerdings 3000 in der Schatzkiste. Ob das ein Zwerg ablehnt? Trotz der Korruption? Geht die irgendwann mal wieder weg, die Korruption? Wahrscheinlich eher nicht. Wir nehmen es mal an.
Wir sind da feige und, nee, wir sind da sehr verräterisch. Thorgrim halt, ne? Was soll ich sagen? Ist eben Thorgrim. Kann ja auch nichts dafür. Thorgrim ist eben, wie er ist, ne? Der nimmt halt sowas an. So. Ja, vielleicht. Was ist das hier? Ja, das brauchen wir, ne? Generiert das Einkommen 400. Nett. Ja, dann machen wir mal die öffentliche Ordnung. Achso, dann... öffentliche Ordnung. Wie sind die öffentliche Ordnung zurzeit? Nee, dann nicht. Weil hier ist ja dasselbe in grün. Zurzeit ist die öffentliche Ordnung eigentlich gut. Wichtiger wäre uns ja... Ja, was anderes. Zum Beispiel das hier. 4800. Wir bräuchten 4-mal Überschuss. Oder... Ah, hier sind wir... Aha. Eine kleine Feste. Aber wir haben keine Mauer hier, ne? Wir haben keine Mauern hier. Hier brauchen wir noch eine. Wenn, das könnten wir als nächstes. Ja, nee, das, dann warten wir lieber mal hier drauf. Was ist denn das? Rekrutierungskosten minus Verlangbärte. Ja, schon. Wachstum zusätzlich. Ja, ja, schon. Ja, eigentlich schon. Hm. Wollen wir die Miliz noch ein bisschen steigern, ne? Ah, Führerschaft ist auch nicht schlecht. Ja, ist alles nicht schlecht hier. Musketen brauchen wir auch mal über kurz oder lang, ne? Ja, und diese blöden Gyrokopter, ne? Das wäre natürlich ein Traum, die Gyrokopter. So, wie sieht's aus hier, mein Freund? Wollen wir uns Onward. Hier mit denen auseinandersetzen? By the Grudge-Bearer's will. Können ja zumindest mal reinschauen kurz. Attack! Ready, Axes! Was haben wir denn für verfügbares Belagerungsturm? Und ein Rambock. Belagerungsturm. 4 Runden. Okay, dann belagern wir die Stadt mal. Wollen wir sie mal belagern, ne? Ja, belagern wir einfach mal. Was ist denn das hier eigentlich? Belagerung fortsetzen. Wie lange belagert man denn sowas hier? Wow. Ach so, 6 Runden, dann sind die Vorräte aufgebraucht. So, von mir aus. Das ist in Ordnung. Wie sind unsere? Wie ist unsere Armee? Weiß da jemand, wann unsere Vorräte? Weil wir haben doch auch irgendwie Probleme, oder? To battle! Wenn... Ich weiß nicht recht. Haben wir nicht auch Probleme mit Nahrung, wenn wir zu weit weg sind von unserer Heimat? Bin mir nicht ganz sicher. So, was ist da oben? Thorgrim, ist alles in Ordnung, oder? Muss ich den... Ready? Nee, der ist nicht in Ordnung. So, na, los geht's. Thronebearers, move! Geh mal durch das Gebiet des Grenzgrafen. Jetzt sind wir natürlich... Jetzt ist natürlich unsere Stadt, ne? Die sind natürlich... Unsere Städte sind nicht mehr geschützt. Wenn irgend so eine riesen Grünhäute-Armee auftaucht... haben wir ein kleines, ein klitzekleines Problem. So, ich würde sagen, weiter geht's. Aber wir haben hier, wir haben einen guten Puffer hier drin, ne? Warum nicht? Sag mal so, warum nicht? Wie sieht es eigentlich mit unseren Verbündeten aus? Kommen die wirklich darauf? Zufbar?
Der Kroll, er erhebt sich. Tja, Thorgrim. Einen Hinterhalt zu legen. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion beim Versuch entdeckt. Wo? Hier oben. Aha. Siedlung wird belagert, richtig? Bevölkerungsüberschuss. 2! Warte mal, geh mal dorthin. Wartet mal. Weil, das wäre schön. Dann bekommen wir nämlich ein bisschen mehr Gold, wenn das Gebäude gebaut ist. Okay. So, wie sieht's jetzt hier aus? Thorgrim. For the wisdom. Ach nee, das ist ja, ach, das sind die Zufbau-Leute, ne? Oh, die sind nicht übel. For the wisdom of the layer. Im Grunde sind wir die schlecht. Sag mal, Schwarzhafen ist aber mit Mauer, oder? Nee. Na dann. Warum nehmt ihr das nicht ein? Muss ich da erst noch hin, oder? So, wir sind da. Hallo. Wir wohl sollten gegen Schwarzhafen ziehen. Krieg erklärt, Mittenland. Imperium. Okay. Ist in Ordnung. So, da unten ist ja alles in Ordnung, ne? Bei unserer Belagerung. Was belagern wir denn eigentlich? So richtig? Wo belagern wir? Ach, da! Ich sehe gar nicht. Ja, das ist 5. Ja, ist alles in Ordnung. Ja, wir haben doch hier noch irgendwo so einen. Ach, da haben wir noch einen rumstehen, ne? Ich weiß noch nicht, was ich so richtig mit dem machen soll. Wir könnten noch ein bisschen hier unten. Erkunden. Okay, weiter geht's. So, die Vampirfürsten, die haben aber riesige Truppen. Die haben echt riesige Truppen. Da kommen wir. Wir können noch nicht solche Truppen ausheben, weil uns fehlt irgendwie das Gold. Wo ist jetzt? Klappt. Ganz gut. Ein Friede wurde verhandelt zwischen dem Nordlande. Eigenschaft erhalten. Streng. Wachstum. Öffentliche Ordnung. Sehr schön. Wartet mal, dann. Achso. Ja, ist in Ordnung. Nee, ich hab gedacht, du hast vielleicht auch einen Fähigkeitenpunkt, aber. Anscheinend nicht. So, ich werde jetzt mal auf Schwarzhafen vorrücken. Wieso komme ich hier nicht rein? Ich denke, Schwarzhafen. Ich komme gar nicht rein. Was ist denn das hier für eine Armee eigentlich? Neutral. Wieso komme ich. Forwards! Ah, okay. Ich sehe es ein. Ach, deswegen gehen die nicht hier rein. Na gut. Das ist natürlich doof, ne? Das ist natürlich mehr als doof. Dann sollten wir vielleicht doch mal die Marschierfähigkeit und sollten so nah wie möglich an Schwarzhafen heranrücken. The High King moves. Jo. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Sind hier irgendwo große Armeen von denen? Ich sehe momentan noch nichts. Also ich bin gerade dabei, das Bündnis zu erfüllen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so wird, aber ich gebe mir Mühe. So, was passiert hier unten? Oh, da ist eine Armee. Müssen wir mal schauen, was das für eine Armee ist. Hier kommt irgendwer, aber wohin, weiß kein Mensch. Da ist eine Riesenarmee. Ah, direkt unterhalb. Super, ist gescheitert. Bevölkerungsüberschuss ist super. Ja, wir wissen es, dass ein Verschleiß hier ist. Technologie erforscht. Mhm, ist in Ordnung. Bau abgeschlossen, super.
Ja, jetzt ist natürlich hier die Frage, ne? Wo ist die Armee? Hier unten. Die ist gewaltig. Die ist schon gewaltig. Die Grumzahnfeste, die ist ohne irgendeinen Schutz. Verdammt, wäre ich nur gleich runter zur Grumzahnfeste. Wäre besser gewesen. Wer ist denn eigentlich hier? Das gehört einem von uns, oder? Karak Azul. Grumzahnfeste. Ja, wir bleiben trotzdem mal hier. Und schauen mal, dass wir hier vor allen Dingen... Onward! Wartet. Aye, it will better our cause. So, Schwarzhaufen. Ready access! Wäre nicht schlecht, wenn das viele. Und ich glaube, das können wir so machen. Da brauchen wir nicht groß rein, ne? Okay, okay, okay. So, was machen wir? Wir besetzen. Wir können nicht besetzen. Wir können plündern. Nee, Schwarzhaufen wird niedergerissen. Und diese Erde. Kann das sein? Wird dann, bleibt dann die Erde so verwundbar? Wir reißen es nieder, wenn wir schon nicht besetzen können. Aber was soll's? Retake the realm. So, wir müssen aber dann wieder raus hier. Fine. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen erholen. Auf freundlichem Gebiete. Move the throng. Aber was soll ich sagen? No, mehr the geht runes nicht. Are cast. So, wir könnten neue Fähigkeiten... Ne, wir haben keine neuen Fähigkeiten. Der hat nur irgendwas bekommen, ne? Na gut. Ist in Ordnung. So, was könnten wir jetzt hier weitermachen? Erlass. Die Gilden ermächtigen das Wachstum zusätzlich um 15 zu erhöhen. Aber ich würde gern die Führerschaft eventuell erhöhen. Nahkampfabwehr. Jeps. So, Torgrim muss ich wieder auffüllen. Schaut mal hin. Ist nicht schön. Achso, wartet mal. Haben wir neue Möglichkeiten hier in unserer Stadt? Wartet. In unserer Stadt? Nein, haben wir nicht. Oh, was kommt da an? Karak Kadrim. Ich hoffe, dass unsere Verbündeten durchhalten, weil die sind nicht ohne diese Vampir. Moment, einen Hinterhalt gelegt. Aha. Attentat gescheitert, ist super. Hier versucht er einen Hinterhalt zu legen. Jo, das interessiert uns eigentlich nicht weiter, ne? Aber Karak Kadrim. Wie sieht's denn eigentlich aus, meine Freunde? Karak Kadrim. Junge, ist alles in Ordnung? Bei dir ist alles super? Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oath Cold. Wir könnten mit euch jetzt... Ah, da müssten wir hier oben... Ich weiß auch nicht... Ihr seht mir so schwach aus auf der Brust. Aha. Hier seid... Hier wäre schön, ne? Was ist das? Heinrich Kemmler. Ja. Wartet mal. Könnte Zufbar... Zufbar? Könntest du hier... kannst du nicht. Ist schlecht, mein Freund. Das ist echt schlecht. Du müsstest eigentlich hier ein bisschen mithelfen.
Weil, schau mal hin, dieser Heinrich Kemmler, der ist volle Manne bemannt und die Siedlung, die ist irgendwie gar nicht bemannt. Wo sind denn deine Truppen, Junge? Du hast gar keine Truppen, wie es aussieht. Du bist tot, mein Freund. Hm. Was ist denn eigentlich, wenn wir in angestammtes Gebiet hier reingehen? March! Aha, dann füllen wir uns wieder auf. Okay, ist schon mal gut. Ja, dann ist schon mal in Ordnung. So, dann bleiben wir hier mal. Ja, dann, nee, wir könnten ja hier rauf. Moment. Zufbar, ne? Sag mal, Zufbar, du hast... wo sind denn eigentlich Zufbar? Wo sind denn eigentlich deine Truppen? Eieiei. Könnte übel enden. Ich sag erstmal ciao, ciao, ciao für heute. Und es könnte übel enden. Wie sieht's hier aus? Der steht da unten. Hier haben wir noch... Wartet. 2 Runden. Die würde ich mal kurz noch durchhalten.